Voraussichtlich bis zum 11. September werden Autofahrer aus Gnutz, aus Nordhorf oder aus Aukrug die Kreisstraße 46 zwischen Gnutz und Timm Aspe wegen einer Vollsperrung nicht befahren können. Der Grund sind Sanierungsarbeiten. Die Asphaltdecke wird in 2 Bauabschnitten komplett erneuert. Denn kann man ja jetzt vielleicht auch einmal erwartungsvoll auf die L128, nämlich die Landstraße von Nordhorf Richtung Bargstedt, schauen. Die Strecke durch das Bargstedter Moor ist wohl von allen Straßen im Nordhorfer Amtsbereich die mit den größten Schäden. Und das schon seit Jahren. Aber es ist eben eine Straße, die dem Land Schleswig-Holstein gehört. Und da ticken die Uhren vielleicht ja ein wenig anders als im Kreis Rendsburg-Eckernförde.